soll ich alles streiten? Vor gar nicht allzu langer Zeit bin ich von der Polizei angehalten worden mit meinem E-Bike, was ich damals hatte. Es war nachts, großen Hunger gehabt, nichts zu essen im Haus und die einzige Tankstelle, die 24 Stunden geöffnet hat, ist die bei uns im Gewerbegebiet. Also habe ich mich auf den Drahtesel geschwungen und wollte dahin fahren. Ich hatte so einen großen Hunger gehabt, damit ich aus Hunger die Verkehrsregeln in dieser Zeit etwas missachtete, muss ich ehrlich zugeben, da bin ich ehrlich. Ich bin losgefahren mit leerem Akku für die Vorderlampe, sozusagen. Ein Rücklicht hatte ich gar nicht dran gehabt, das hat mir irgendjemand mal damals, jedenfalls war es weg, keine Ahnung wo es ist, aber das hat mich trotzdem nicht abgehalten, weil nachts hier in der kleinen Stadt ist ja kein Verkehr und um die Zeit der Polizei in die Arme zu fahren, da muss man schon sehr viel Glück haben. Ja, das Glück hatte ich dann aber gehabt. Kurz vorm Ziel, kurz vor der Tankstelle, sind sie mir dann entgegengekommen. Ich ohne Vorderlicht, ohne Rücklicht, da bist du natürlich Mode. Ja? Also angehalten. Ja, da sind die drei Männer ausgestiegen und haben sich die Sache angeguckt. Im Endeffekt ist es dann so verlaufen, dass sie dann so schockiert gewesen sind von diesem Zusammenbau, den ich da zusammengebaut habe. Ich meine, hier der Akku, der Lithium-Akku, der war vorn am Bike dran gewesen. Hier hatte ich den praktisch dran, dann gingen hier die Kabel, was mit solchen Computersteckern gewesen ist, oben in diesen Akku und dann wieder Kabel in diesen Akku und überall hingen Kabel raus, überall hingen solche Zellen dran. Wundert mich, dass da nicht mehr passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, den habe ich dann erklärt, dass ich hier einen Prototyp-Probe fahre und der Prototyp daran besteht, dass das alles eben Zombie-Zellen sind. Ne, alles alte Laptop-Zellen, die mit einem besonderen Ladeverfahren, RMF-Ladeverfahren geladen wurden. Und ich natürlich irgendwie rauskriegen muss, ob das funktioniert. Ich musste dann, nachdem ich das Ihnen erzählt hatte, auch keine Strafe zahlen, was mich extrem verwunderte. Also ganz großen Daumen nach oben an die Polizei. Ich meine, es war mitten in der Nacht, es war weit und breit kein Schwein auf der Straße gewesen. Ich habe niemanden gefährdet und so weiter, aber natürlich trotzdem gegen die Verkehrsordnung verstoßen. Und wenn da drei Polizisten zusammen drin sitzen, kann der eine für den anderen natürlich nicht die Verantwortung übernehmen, dass man da jetzt einfach mal drüber guckt. Ist schon irgendwie so eine Zwickmühle, aber ich finde, sie haben sehr kulant gehandelt, diese Kollegen. Aber das habe ich mir natürlich gemerkt. Also sie sind dann, also diese Worte, warum sieht denn das so scheiße aus, die sind bei mir hängen geblieben. Und jetzt, die letzten Monate, habe ich dann endlich mal Energie dafür bekommen, das Teil hier zu machen. Was heißt Energie bekommen? Ich bin dahin gestoßen worden wieder mal. Im Oktober war es dann soweit, Klassentreffen von uns stand an. Und angeberisch wie ich bin, wollte ich dann natürlich mit meinem tollen E-Bike, was so scheiße aussah, vorfahren. Habe ich auch gemacht, obwohl es in Strömen geregnet hat. Es hat komplett getrascht. Nach dem Klassentreffen ist es dann angesprungen. Ne? Das stand die ganze Zeit komplett im Regen und ist den Berg mit einer Geschwindigkeit hinaufgefahren, was es vorher nie gemacht hat. Da habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Vielleicht bin ich vorher immer nur mit zwei Phasen im Motor gefahren und jetzt hat es die dritte irgendwie freigezockt. Aber einen Tag später ging gar nichts mehr. War Kurzschluss von drin gewesen und dann hat es mir die Sicherung hinten in meinem Akkupack durchgehauen. Das hier ist jetzt übrigens der Akkupack, den ich jetzt 2 Jahre spazieren gefahren habe. Der ist noch original, so wie ihr den aus dem Video kennt, wo ich damals das E-Bike mit Zombiezellen versehen habe. Und die erste Zeit habe ich diesen Pack mit normalem Ladegerät geladen. Ne, diesen E-Max Pro, was es da alles gibt. Der hat dann die Kapazität reingehauen, die er auch vorher mit normalem Ladegerät angenommen hat und ist immer weniger und immer weniger geworden. Und ich war schon fast am Verzweifeln. Dann war ja die Geschichte, dass ich mir einen
ein normales Ladegerät nach dem anderen wie in Trance durchgeschossen habe und kein einziges mehr da hatte. Immer verkehrt rum, plus und minus angeklemmt, keine Sicherung drin gehabt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Aber im Endeffekt war es gut gewesen, weil ab da war ich dann gezwungen, auch die Lithium-Akkus mit REMF-Ladeverfahren zu laden. Und dann ist mir ja erstmal der ganze Nutzen dieser ganzen Geschichte so richtig bewusst geworden. Ja, am Anfang habe ich es mal noch niemand gesagt, dass ich die Dinger mit REMF lade, weil in unserer Bastelszene gingen da auch Infos rum, dass einige Akkus explodiert sind, die damit geladen wurden. Aber so im Nachhinein hat sich es herausgestellt, dass nachträglich noch eine extra Diode in den Ausgang da eingefügt worden ist nach dem REMF-Charge. Und dann ist natürlich nichts mehr mit der regenerierenden Wirkung. Also so, dass er kurzzeitig sowas ähnliches wie Entladen macht, ne? Minus negativ Hochspannung, die Tore aufreißen und dann den Plusstrom, die Ampere reinjagen. So ganz salopp ausgedrückt mal wieder. 2 Jahre hat er jetzt durchgehalten, bei Wind und Wetter, bei Minusgraden, bei Nässe. Gut, das mit der Nässe, das kann ich jetzt mal nicht weiter empfehlen. Ihr seht es schon hier an der Seite, habe ich nachgebessert, weil eine wahrscheinlich etwas undicht geworden ist. Aber ich bin fasziniert ohne Ende. Die hält jetzt trotzdem noch. Also der Pack hat jetzt trotzdem noch seine 3,8 Volt und ich könnte den jetzt trotzdem noch mal richtig aufladen, ohne dass was passieren würde. Natürlich höre ich jetzt auf, spätestens wenn man sowas hier sieht, aber für mich war es schon mal faszinierend zu sehen, wie weit man da an die Grenze gehen kann bei solchen Dingern. Ja, die jetzigen Akkupacks, die verbaut werden, die sind natürlich komplett umschlossen, sodass dann überhaupt keine Nässe mehr reinkommen kann. Ein kleines bisschen atmen kann es. Richtig komplett luftig kriegt man es mit der Zeit nicht hin. Vor allen Dingen, das wird ja dann auch immer poröser, das Zeugs. Ne, da geht der Weichmacher dann mit der Zeit raus. Und auch normal am E-Bike eigentlich nichts mit Heißleim verbauen, was da irgendwie mit Regen in Verbindung kommt und das dann zurück in die Umwelt spült. Ne, da muss ich jetzt nochmal mit einem großen Zeigefinger drauf hinweisen. Ansonsten ist das Heißleim ein schönes Hilfsmittel. Aber wenn es dann darum geht, in die Natur irgendwas zu bringen, dann bitte doch darauf achten, dass da keine Weichmacher rausgespült werden. Ne? Also hier dann noch eine Schutzschicht rundherum mit irgendwas anderem. Oder gleich anders machen. Ich wüsste es zwar nicht wie, aber naja. Weiter im Text jetzt. Habe ich mich verquatscht. Was ich sagen wollte, jedenfalls funktioniert es mit REMF und Lithium-Akkus und die Kapazität ist dann auch definitiv mehr, als wenn man mit normalem Ladegerät die Dinger laden würde. Das habe ich für mich jetzt hier bestätigt. Ihr könnt es für euch persönlich zu Hause im Kleinen nochmal bestätigen, ehe ihr euch hier so an so der großen Zombiezellen-Packs heranwagt. Aber ja, ich habe mir meine Sicherheit geholt und deshalb habe ich auch genug Energie gehabt, das Ding jetzt hier in schön zu basteln. Wenn es jetzt schön ist, aber etwas schöner als vorher, ist es schon, denke ich. Hier drinnen sind jetzt keine 28 Volt mehr, wie es original gewesen ist, sondern es sind noch ein paar Zellen dazugekommen. Es sind jetzt insgesamt 10 Lithiumzellen in Reihe und da hat jede dieser einzelnen Lithiumzellen 15 Zellen parallel. Also immer mit 15er Packs und da dann 10 Stück in Reihe komme ich auf ungefähr 40 bis 44 Volt, wenn sie vollgeladen sind. Und das ist aber natürlich viel zu viel für den kleinen Motor hier vorne. Der ist ja nur für 28 Volt ausgelegt. Aber wer schon mal so einen Motor aufgemacht hat, der wird ja mitbekommen, dass da seltenst ein dicker, fetter Draht genommen wird zum Wickeln, sondern mehrere dünne. Hier waren es 8 dünnere Drähte gewesen, die parallel genommen waren. Da kann man die Schaltung aufmachen, kann dann in Reihe schalten sozusagen, ne, dass man die Hälfte des Querschnittes hat, aber die doppelte Windung. Also kann man dann die doppelte Volt draufjagen und so habe ich das dann konzipiert. Die doppelte Volt von 28 Volt wären ein bisschen mehr als 44 Volt, aber ganz so flott möchte ich hiermit nicht unterwegs sein an der Kotzgrenze. Mir reicht so ein bisschen dahin zu cruisen und ein bisschen Unterstützung bergauf zu haben. Worauf es mir ankommt, ist so lang wie möglich mit dem Akku hinzukommen.
ne? So dass ich was vom E-Bike habe, aber so dass ich nicht alle paar Stunden da an die Zapfsäule muss sozusagen. Und was auch noch Hintergedanke gewesen ist, wenn der jetzt praktisch die doppelte Voltzahl bräuchte, dann bringt der auch die doppelte Voltzahl im Leerlauf raus. Und das ist jetzt wichtig für die Leute, die zurückspeisen möchten. Dann funktioniert es nämlich, dass man die drei Phasen gleichrichten kann. Hier oben sind 6 10 Ampere Brückengleichrichterdioden drin. Das ist so eine 6 BU Brückengleichrichtung zusammen gemacht. Hier ist der neue Controller, der rangekommen ist. Da komme ich später noch drauf. Und hier ist der Umschalter, der dann immer umschaltet zwischen Motorbetrieb, dass es vorwärts geht, und Generatorbetrieb, wenn man bergab rollt und dann irgendwann eine Maximalgeschwindigkeit hat und dann gleichzeitig in den Akku zurückspeist, den man eben mit hat. Das funktioniert auch ganz passabel. Ich habe es schon mal ganz kurz probiert. Mit sehr leerem Akku habe ich schon mal eine kurze Probefahrt gemacht. Und hier unten ist jetzt der REMF-Charger verbaut. Das ist auch einer, der für mindestens 10 Ampere ausgelegt ist. Wird er aber wahrscheinlich gar nicht erreichen. Der wird höchstens so wahrscheinlich 2-3 Ampere vielleicht einspeisen. Aber ist schon mal dann etwas. Ne? Die LED-Version vom REMF-Charger mit 2 LEDs. Bauplan dazu kommt später nochmal. Also die Schaltung besser gesagt. Ja. Somit funktioniert das, dass wenn man bergab fährt, auch zurückspeisen kann. An jenem Tag im Oktober, als ich praktisch gezwungen wurde, das Teil zu reparieren, weil gar nichts mehr ging, bin ich auf die Suche gegangen nach meinen Heilschaltern, die ich in weiser Voraussicht schon ein paar Monate vorher mir zugelegt hatte für dieses E-Bike. Ne, natürlich hat es diese kleinen Heilsensoren durchgehauen, die hier vorne drin immer erkennen, wo der Magnet ist und dann dem Controller sagen, wann er schalten muss und wann nicht. Ich habe hier alles abgesucht und habe sie einfach nicht gefunden. Es war wie verhext. Dafür bin ich dann durch irgendeinen Zufall im Internet auf eine Motorcontroller-Steuerung gekommen, von der ich vorher überhaupt noch nichts gehört habe. Ja, eine, die den sogenannten Back-EMF benutzt von der Spule, der entsteht, wenn der Magnet vorbeimacht, um den Controller zu sagen, wo der Magnet ist. Bei näherer Recherche bin ich dahinter gekommen, dass das schon 1996 patentiert worden ist. Ja, ich wollte schon fast ein Video dazu machen. Juhu, jetzt geht's los. Und da habe ich geguckt, ach du meine Güte, das geht ja schon längst los. Aber auf eBay habe ich dann erstmal nichts weiter dazu gefunden. Erst 1-2 Wochen später habe ich dann die richtigen Suchbegriffe gehabt und sowas gibt's jetzt schon zu kaufen. Hier oben ist er eingebaut, hier unten drunter seht ihr noch ein bisschen was davon. Für 350 Watt und 36 Volt ist er angegeben. Wenn Bauteile für 36 Volt angegeben sind, kann man da meistens auch mehr draufhauen. Ich habe mir die Kondensatoren, die ersten angeschaut, da drauf, die gehen bis 50 Volt. Also ist es mit meinem maximal 44 Volt Akkupack eigentlich kein Problem. Ja, und die Teile kann man jetzt, das hat jetzt 15 Euro gekostet, so ein 350 Watt Teil, kann man sich jetzt schicken lassen. Und dann geht das ohne diese Dinger hier. Später habe ich sie dann gefunden, meine Heilsensoren, diese extrem winzigen Dinger. Hier ist ja so ein Heilsensor. Da drinnen sind immer drei verbaut. Und bei mir war es jedenfalls der Fall, aber ich schätze bei allen anderen ist es auch so. Da waren hier drei winzige Kabel dran mit normalen Schrumpfschlauch. Mit normalen Schrumpfschlauch befestigt. Also nichts vergossen, kein überhaupt nichts. Das war nur eine Frage der Zeit, bis selbst durch Schwitzwasser würde das höchstwahrscheinlich entstehen, bis hier die Kontakte wegäufen und dann zu einer falschen Zeit sagen,
wann geschalten werden soll, so mit einem riesen hoher Strom produziert wird und irgendwo was durchknallt. Ja, so war es bisher gewesen. Und ja, seit 1996 hätten wir es so haben können, dass das auch ohne die Dinger geht. Allerdings, ich muss jetzt mal fair sein, natürlich hat es auch, es gibt schon kleine feine Unterschiede. Ne, bei diesem System, was den Back-EMF erkennt, das muss erstmal angedreht werden meistens. Während des Anlaufs ist der Motor zunächst in Ruhe und hat keinen Back-EMF, um die Kommutatorschleife zu sperren. Um genügend Back-EMF zu bekommen, um die Schleife zu schließen, ist notwendig, den Motor im Open Loop zu starten, bis der Motor eine Geschwindigkeit von etwa 100 Umdrehungen pro Minute erreicht. Der spannungsgesteuerte Oszillator, VCO, beschleunigt den Motor linear auf Geschwindigkeit. Einmal in Mindestgeschwindigkeit ist die Schleife geschlossen und der Motor beschleunigt auf Arbeitsgeschwindigkeit in der geschlossenen Regelkreiskommutierung. Die nicht erregte Phase liefert die erforderliche Rückmeldung, um den Motor ordnungsgemäß zu kommutieren. Die Phasenspannung ist über ein 60-Grad-Intervall integriert. Na, also ich habe es hier bei dem auch schon gehabt, ne, wenn ich das Ding in der Luft habe und anschalten will und der in einer ungünstigen Position ist, dass er dann knatternd langsam in die andere Richtung fährt, ne, was eigentlich gar nicht sein soll, weil ja die Phasen immer in derselben Reihenfolge dann durchgeschalten werden hier drin. Ja, na, also dem musste eine Drehrichtung, eine eindeutige schon irgendwie vorgeben. Und natürlich kann man den 15-Euro-Controller jetzt nicht unbedingt mit dem Original-Controller vergleichen, der hier drin ist, der dann auch erkennt, wie langsam das Ding ist und wie viel im Strom er dann draufhaut sozusagen. Hier, das ist jetzt mit einem kleinen Potty gelöst. Ne, da ist ein Potty dran und dann kann man hier dann stufenlos die Geschwindigkeit regeln. Muss aber immer aufpassen, dass man auch genug in die Pedale tritt, weil so komplett unter Volllast, da dreht er vorn dann durch sozusagen. Das hört man dann rattern, ne, und dann ist die Leistung weg. Also das war vorher mit diesen Heilsensor-Dingern hier nicht der Fall gewesen. Ne. Die haben wirklich den Drehmoment bis zuletzt geliefert. Ja, wir werden dann mal eine Probefahrt machen. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Vielleicht mal zum Licht noch eine kleine Anekdote, weil natürlich suchen wir jetzt die Polizei mit Licht. Ne? Wäre ja dämlich, wenn wir da jetzt wieder vorfahren und immer noch kein Licht dran hätten, auf was es eigentlich angekommen ist. Und hier drüber war ich auch eine ganze Weile gewesen. Das sind jetzt einfach zwei Handy-Lithium-Akkus in Reihe, dass ich auf 7,4 Volt komme, was diese Lampen, ne, die da ziemlich bekannt sind, eben brauchen. Als An- und Ausschalter, sodass es komplett getrennt ist, ist hier noch ein kleiner Read-Switch mit hingekommen, der dann durch ein Magnet eingeschalten wird. Und jetzt könnte man das Vorderlicht eben einschalten in den Stufen, die man haben will. Ja. Das, was hier jetzt noch so blau leuchtet, das Ausschalten ist halt wieder so eine Sache. Ich habe einen Read-Switch hier verbaut, mit dem habe ich schon schöne Read-Step-Up-Experimente gemacht. Der ist ab und zu mal hängen geblieben. Ja, aber jetzt ist es wieder aus. Diese UV-LEDs, die hier leuchten, die haben den Hintergrund, dass diese eingebauten Akkuwächter in diesen Handy-Akkus ganz bleiben, wenn man den Akku lädt. Ja? Ich muss ja dann die 7,4 Volt Akkus mit mindestens 8 Volt laden. Und wenn einer von den Akkus voll wäre, schaltet ja dieser interne Akkukontrolleur sozusagen ab. Und diese kompletten 8 Volt würden dann über den anderen Akku hängen. Und da feuert die dann meistens durch. Bis 7 Volt halten sie meistens aus, aber 8 Volt ist dann schon so eine Sache. Und dass das nicht komplett freigeschalten wird, sondern der Strom weiterlaufen kann, habe ich mir überlegt, einfach so eine Art Akku zu simulieren, der halt in der Voltzahl ein bisschen höher ist. Und das kann man durch diese LEDs ganz gut bewerkstelligen.
Blaue LEDs brauchen ungefähr 3,3 Volt, dass sie richtig da sind, und sie fangen schon bei ungefähr 2 Volt oder 2,2 Volt so leicht an zu leuchten, wie die hier eben jetzt leuchten. Ne, schaltet man da zwei in Reihe und hält sie mal einen vollen Lithium-Akku, und da glimmen sie nur ganz leicht oder glimmen auch gar nicht, das wäre optimal, da habe ich schon verschiedene gesehen, ne, also es gibt welche, die sind mit derselben Voltzahl angegeben, mit 3,3 Volt, auch mit denselben Strömen. Ja, die eine Sorte von den LEDs, die leuchtet aber schon bei 4,2 Volt, wenn du sie in Reihe schaltest, so leicht wie die hier, und zieht ein bisschen Strom, wo die anderen eben noch nicht leuchten. Ja, und die anderen habe ich dann eben gesucht. Das sind jetzt, glaube ich, gar keine mehr, weil von den anderen hatte ich keine mehr da gehabt, aber naja, scheiß drauf. Hier kann ich ja immer nachladen, komme ich später noch dazu. Und ist der Faden weg. Davon drei parallel, immer zwei in Reihe, ne, dass wir auch ein paar Milliampere haben. Und ja genau, wenn der Akku dann voll ist und durchschaltet, dann fangen die hier richtig extrem hell an zu leuchten und transportieren immer noch so um die 100 Milliampere, na, sagen wir 60 Milliampere bei denen hier. 60 Milliampere ungefähr weiter in den nächsten Akku, dass der auch noch vollgeladen werden kann. Ne? Das fungiert dann sogar als eine Art Balancer. Ne? Der eine Akku ist jetzt voller als der andere, deshalb leuchten hier die LEDs. Ne? Diese Reihe ist für den einen Akku, diese andere Reihe für den anderen Akku. Und ein paar Tage, nachdem ich das Ding hier gebaut habe, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Am Anfang hat nämlich nur diese mittlere LED hier ganz leicht geklimmt, so wie die oberste hier. Ne? Und dann musste ich eines Tages hier drin mal aufräumen und habe diese Lampe, die jetzt hier so leuchtet, diese ordinäre, angeschalten den ganzen Tag. Und als ich sie abend ausgeschalten habe, habe ich gesagt, was ist denn hier los? Da haben nämlich auch hier drüben, die hat auch noch ein kleines bisschen geklimmt. Und die ist jetzt eigentlich so, wie es jetzt ist. Also ganz am Anfang war es so, dass nur die mittlere, die hier hell leuchtet, so dunkel geleuchtet hat wie die oberste, und die oberste gar nicht. Und nach dem Tag, nachdem ich die Lampe angeschalten habe, hat hier drüben eine leicht geklimmt und hier die waren so wie jetzt. War ich zuerst euphorisch, habe ich gedacht, oh, was denn jetzt? Jetzt schwingt der EMF-Charger hier irgendwie hin und her mit dem Generator da hinten, der aber sich eigentlich gar nicht dreht, und juhu, freie Energie, und da hast du nicht gesehen. Bis mir dann irgendwann mal die Experimente mit den LEDs und Solar in den Sinn gekommen sind. Ja, eigentlich müsste das ja auch gehen und die Erklärung sein. Ne? Wenn jetzt Licht hier vorne auf die LEDs fällt, lädt es auch den Akku. Ganz leicht, ein ganz kleines bisschen. Ne? Also ich denke mal nicht, dass es den... Den kann es ja gar nicht durchfeuern, den Akku, weil da ja der Akkuwächter drin ist. Haha, also von daher, jawohl. Sogar wenn das Ding hier einfach irgendwo dort steht und der Dynamo hier hinten gar nicht angeschalten ist, kann es geladen werden. Wenn es nun lädt, das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip wie das Prinzip, was vorne beim Hauptmotor angewandt worden ist, der da als Generator funktioniert. Wenn es dann lädt, einfach normal einen Generator ranhängen, ein Fahrraddynamo, die Kabel vorgeführt worden sind, hier vorne 4 BU, 4 Wege Brückengleichrichtung, Kondi dahinter mit 16 Volt und 1000 µ, und dann danach eine ganz normale EMF-Charger-Schaltung mit 1 Ampere für 1 Ampere ausgelegt, und das dann auf dem Akku. Die LED-Version, ne? Ich mache gern die LED-Version, und dann, jawohl, kann man dann, wenn man ganz normal fährt, vorne seine Lithium-Akkus aufladen und dann auch die Leuchte so benutzen lassen, damit es auch lange funktioniert und immer funktioniert und man die Akkus nicht irgendwie immer mit in die Wohnung nehmen muss zum Laden. Was jetzt hier hinten so gelb leuchtet, das ist das Ladegerät für den Akkupack, der hier eingebaut ist. Der bringt in der Spitze 45 bis 50 Volt knapp und ist eigentlich als LED-Treiber gekauft worden. Könnt ihr das Gehäuse noch ein bisschen erahnen. Das sind diese stinknormalen LED-Treiber, die es da auch jetzt mittlerweile für ein Apfel und ein Ei überall gibt. 300 mA bringt er und 10 Watt konsumiert er.
Ne, das heißt, kann ich schön hochrechnen, in 10 Stunden habe ich dann 100 Wattstunden drin. Und dafür soll es ja sein. Ja, ich wollte ja kein Gerät, wo ich eine Schnellladung damit mache. Ne, ich brauche... Was sind das jetzt? Sind das jetzt Pferde der Moderne? Ich brauche irgendwelche Vehikel, die bei mir den ganzen Tag im Schuppen stehen, wo Solar drauf ist. Und das Solar, das möchte ich fast immer benutzen. Ne? Egal wie viel Licht am Himmel ist, ob da komplett die Sonne scheint oder ob da es bewölkt ist. Die Dünnschicht Solarpanels, die funktionieren auch, wenn es bewölkt ist, bringen dann halt aber nur einen Bruchteil dessen raus, was sie rausbringen können. Aber sie bringen was raus, im Gegensatz zu den meisten anderen hochgezüchteten Panels. Und das habe ich mir so ein bisschen auserkoren als Nische, um die zu benutzen. Und da habe ich dann eben auch Ladegeräte, die wenig aufnehmen, wo es lange dauert, dass der Akku geladen wird, aber wo immer sichergestellt wird, dass bei egal welcher Sonne, bei welchen Witterungen, dass es funktioniert. Wir haben ja Regionen, da kann es auch mal sein, dass 2 Wochen überhaupt keine Sonne am Himmel ist. Und mit den Dünnschichtpanels kann man dann trotzdem den Akku laden. Da reicht dann, dass es ein kleines bisschen hell ist. Einen 10 BMS Balancer habe ich leider noch nicht gefunden. Mehrere Balancer hier einzubauen und die in Reihe zu schalten, wollte ich auch nicht unbedingt machen, weil wenn da dann einer abschaltet, dann stehe ich komplett ohne Vorwarnung sozusagen. Ich habe mich hier jetzt erstmal für so eine Assi-Methode entschieden, wenn ich es so ausdrücken kann. Hier habe ich stinknormale LED-Panels, die Akkus nach und nach überprüfen, mir somit die Voltzahl mitteilen, und zum Ausbalancieren gehe ich jetzt einfach, hier hinten sind diese ganzen Anschlüsse, erster Akku, zweiter Akku, dritter und so weiter bis rüber, und hier hinten suche ich mir dann immer den Anschluss raus oder den Akku raus, der am vollsten ist, und damit betreibe ich dann einfach mein Rücklicht. Das sind jetzt rote LEDs, die leuchten schon ab 1,8 Volt sehr schön. Und wenn man dann noch eine Diode in Reihe mit dazu hängt, dann hat man diesen Effekt jetzt hier. Also immer 2 rote LEDs in Reihe, ne, diese, die was normal 300 mA ziehen, diese richtigen High-Power-LEDs. Und wenn man jetzt bremst, wird die Diode kurz geschlossen, sodass die LEDs einfach so mit drin sind, und jetzt leuchten die LEDs bei ihren normalen 2 Volt, 1,8 Volt. Bis 2,6 Volt gehen sie maximal, aber auch hier machen sie schon ein richtig schönes Licht. Und dann ganz normal gekoppelt mit so einem kleinen wasserfesten Schalter oder Taster besser gesagt. Und dann kann man die Diode einfach überbrücken und dann hat man sein Bremslicht. Ist jetzt nichts Tolles. Aber ich denke, so als Akku-Ausbalancierer ist es nicht verkehrt. Die Dinger, die es jetzt zurzeit gibt, die sind mit einem kleinen Lautsprecher ausgestattet, der einen dann warnt, wenn die Akkus eine bestimmte Spannung unterschreiten. Das reicht mir eigentlich. Ne? Da brauche ich nichts, was automatisch abschaltet. Hauptsache, das Ding piepst, wenn die hier unter eine kritische Spannung gehen. Und den Rest muss ich dann selbst entscheiden, ob ich dann weiterfahre oder nicht. Ich denke, das ist eine gewisse Art an Sicherheit, aber die muss schon sein. Der RMF-Charger hier hinten, der wird auch einfach mit einem Magneten und einem Reed-Switch an- und ausgeschalten, wenn es in der Steckdose hängt. Mit dem Hintergrund, dass natürlich hier auch das mal komplett in der Nässe sein kann. Ich will das auch mal absprühen oder irgendwie. Das muss jedenfalls alles so ausgelegt sein, dass nichts korrodiert. Wird bei den Schaltern natürlich etwas kompliziert. Unten sind noch ein paar Löcher, dass das raustropfen kann. Und die Kontakte sind nach oben gemacht, die alle schön mit diesem Sika-Bond-Zeugs vergossen sind. Ja, das
könnte die einzige, aber das macht das Kraut nicht fett. Ne? Also da entsteht kein Kurzschluss dann hier hinten an den Akkus. Also von daher, sicher genug, finde ich. Natürlich haben die Akkus auch eine Sicherung, ne? Ist ganz klar. Aber diese einzelnen Balancer-Anschlüsse, da ist halt nur da das Kabel, die Sicherung an sich. Mal schauen, wie lange das jetzt tut. Gut, wollen wir dann mal eine Probefahrt machen. Ne? Gequatscht haben wir jetzt eigentlich mehr als genug drüber. So, eine kleine Anhöhe haben wir. Gucken wir mal, was er sagt. Oh, jetzt ruckelt er. Potti aufdrehen, noch weiter. Uiuiui. Ah, okay. Jetzt haben wir es aber. Also man muss die richtige Geschwindigkeit haben. Dann läuft's. Dann macht das. Okay. Angenehm. Also da wird man zu langsam, fängt er an mit ruckeln. Also, ne? Aha. Das bringt auf alle Fälle was. Und so zum Dahincruisen, warte mal, jetzt haben wir gerade. Eine gerade. So, jetzt drehe ich nicht. Und er cruist dahin und wird schneller. Cool. Also auf gerader Strecke für Krati. Also für den Norden wäre es auf alle Fälle was für euch da oben. Ha. Für hier im Fruchtland. Naja, dann brauchen wir noch irgendwas Stärkeres auf alle Fälle. Aber ich denke, der Akku, der wird ja jetzt ypsenlang erhalten. Ne? Und wenn man trotzdem schön gemütlich so Zingsdinge hinfahren kann, ohne da irgendwas zu machen. Haha. Klasse. Also ich denke, es ist rausgeholt worden, was möglich war hier. Also zurückfahren. Ah ja, was wir aber auf alle Fälle noch gucken wollen, ist aber auch zurückspeist. Da muss ich ja noch mal richtig Schwung holen, richtig in die Pedale latschen und dann mal gucken, ob er mitkriegt, dass der Motor in der Last zunimmt. So, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Ja. Jetzt kommt er ins Stottern. Jetzt müsste ich mittreten. Okay. Also schon leicht anhöhen ist dann nichts, ohne dass man treten muss. Aber immerhin, allein zum Dahi-Cruisen geht's super. Okay, so, ich muss euch nochmal in die andere Hand nehmen. Moment. Okay. Ich trete gegen den Wind in die Pedale. Ist das scheiße. Ich muss mir mal einen Berg absuchen, hier gerade hier. Das ist ja scheiße, euch vorzuführen. Moment, ich hau mal rein. Ja, doch, es wird schwerer. Ich muss gegentreten. Also er müsste schon zurückspeisen jetzt. Wieder aufmachen, es geht wieder leichter. Ach, man muss bergab. So, ich glaube jetzt nicht, dass es reicht, hier den kleinen Berg, den ich vorhabe, runterzufahren. Dass man hier vielleicht sogar an der Voltanzeige irgendwas erkennt, dass was höher gegangen ist. Aber um des Interesses willen, du musst mal dokumentieren, wo jetzt die einzelnen Voltzahl von den Batterien sind. Und dann gucken wir danach nochmal. Nach dem Berg. Okay, gucken wir mal reingehen. Jetzt gehen wir mal rein. Ja. Da gibt es Gegenkraft. Da muss ich bergab richtig treten. Das ist ja krass. Also jetzt mache ich mal nichts. Schnell mal langsam werden. Ja, also der Berg war zu kurz gewesen, um hier irgendwas festzustellen. Da muss ich mir einen längeren raussuchen. Ich mache in der Alpenform. Ja, Fazit. Zum Dahincruisen. Einwandfrei. Leider keine Polizei gefunden. Im
uns vorzuführen. Mal gucken, wann wir die Chance bekommen. Ja. Was denn jetzt? Ah, da war sogar noch ein bisschen angewiesen. Das ist sogar jetzt. Ja, der macht schon ganz schön Betrieb, so ist es nicht, ne? Puh, das war wieder eine Sache. Okay. Erfolgreich bestanden. Okay, ein bisschen sind wir ja schon rumgekommen. Und irgendwie viel ist nie rausgegangen. Wenn überhaupt, wenn ich das ja so sehen kann. Also da könnte ich noch einen Haufen solcher Touren machen, ehe ich nochmal neu laden müsste. Fürs Erste bin ich zufrieden. Der Motor ist natürlich etwas unterdimensioniert für den Controller. Der würde noch ein bisschen mehr Leistung bringen, sodass er an seine Originalleistung rankommt, wenn die Wicklung noch richtig optimiert werden würde. Ich habe so ein Zwischending gewählt. Und beim Bergabfahren haben wir ja schon gemerkt, dass es ziemlich schnell reingeht mit dem Gegendruck. Das heißt, er hat seine mehr als 50 Volt ziemlich zeitig erreicht, also bei einer sehr niedrigen Geschwindigkeit. Ja, also für steile Berge, ohne da irgendwie die Bremse zu betätigen, ist es ein gutes Ladegerät, denke ich. Und auch so kommt man. Ich bin vorhin einen ziemlich steilen Berg hochgefahren, da konnte ich die Kamera nicht in der Hand nehmen, weil da habe ich wirklich beide Hände gebraucht, habe im ersten Gang hier rein getan durch die Nabenscheidung und war da ganz schön überrascht, dass der, also da hat er ungefähr genauso mich mit genau demselben Tempo bergauf bewegt, genau derselben Anstrengung wie vorher mit der Originalkonfiguration. Ja, also das ist was, das hätte ich so nicht gedacht. Das ist, boah. Hier ist der Schaltplan dazu. Wo wollen wir mal beginnen? Beginnen wir mal beim Motor, ne, bei dem, den ich hier umgewickelt habe. Also ne, die Schaltung aufgemacht habe und da dann einmal in Reihe die Spulen nochmal geschalten habe, sodass ich keine vier Drähte hatte pro Spule nur noch, sondern nur noch keine acht Drähte pro Spule hatte, sondern nur noch vier Drähte pro Spule. Mit den drei Enden, Anfängen, bin ich rausgegangen, da auf eine normale Brückengleichrichtung mit 1000 Volt 10 Ampere Dioden. Davon geht es dann parallel zum Controller und der Output von den Dioden geht über den Rahmen, ne, da geht das Kabel da runter und da unten sitzt der Controller für einen RMF Charger. Und da drin ist ein 10.000 Mikrofarad 100 Volt Kondensator eingebaut und da geht der Output von dem Brückengleichrichter nonstop drauf, ne, also der wird nonstop mit Strom beaufschlagt sozusagen. Die Kabel dafür, müssten die schon, nee, die müssten eigentlich noch gar nicht, ja, die müssten noch gar nicht geschirmt werden. Bei mir sind sie hier unten dran verlegt, ne?
bei den pulsierenden Sachen trotzdem mal ein bisschen auf die Frequenzen achten, also nicht zu nah am Körper. Und auch, dass vielleicht irgendwas als Abschirmung noch dazwischen ist, wie jeder Rahmen. Ja, das hier ist der REEMF-Schaltkreis. Hier habe ich ein BD249C, die Dioden 1000 Volt 10 Ampere. Der Ferrit ist ungefähr so, weiß nicht, 2-3 cm im Durchmesser. Ja, schwer zu sagen. Ja, schon so ungefähr, wie er hier gemalt ist. Vom Draht her habe ich ungefähr 13 Windungen drauf gemacht. Und der Powerdraht ist 1,8 mm ungefähr im Querschnitt. Und der Trigger ist 1,0er. Da habe ich gedacht, dass ich so bei maximal 10 Ampere ganz gut dabei bin. Der Trigger ist mit einem 50 Ohm 10 Watt Widerstand versehen. Und der wiederum geht nochmal auf zwei LEDs, die in Reihe geschalten sind. Wieder zwei rote LEDs, die ich bei den Rücklichtern genommen habe, die 300 mA jeweils maximal vertragen. Ne, da kann ich mir nie die Polarität merken, wie sie angeschlossen wird bei PNP und NPN. Ich probiere dann immer, also probiert hier auch mal. Ne, wenn es so rum nicht geht, dann müsst ihr es andersrum reinnehmen. Das war der REEMF. Hier ist der Ausgang vom REEMF. Und der geht hoch auf unseren zweistufigen, zweipoligen Schalter. Mit denen hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die sind zwar nur bis 16 Ampere Wechselstrom ausgelegt, aber beim letzten E-Bike hat selbst ein Schalter von denen, da musste ich nicht mal zwei Stufen parallel nehmen, zuverlässig immer seine 15 Ampere an- und ausgeschalten, ohne dass er kleben geblieben ist. Das hat mich ganz schön überrascht, muss ich sagen, weil dafür sind sie ja eigentlich nicht ausgelegt. Ja, aber hier bei unseren, was würden der aufnehmen, maximal vielleicht 8 Ampere, denke ich, ist es gut möglich, dass das funktioniert. Wir trennen hier auch gleichzeitig Plus und Minus sozusagen. Und vielleicht bringt es ja was, ne, die Funkenstrecke da eher zu lösen. Sicherung ist ja außerdem eingebaut, also falls irgendwas passieren sollte, kann der Schalter ruhig mal, ja, da kann da ruhig mal was passieren. Aber bisher bei mir, toi toi toi, in meinen zweijährigen Tests bisher da nichts passiert, was ich mit höheren Lasten getestet habe. Ne? Also deshalb hatte ich hier ein gutes Gefühl gehabt. Ja, das war der Minus vom Output. Die Mitte, die immer praktisch drauf ist auf der Mitte von dem Wippenschalter, ne, da kann einmal in die Richtung wippen, einmal in die andere Richtung wippen, die ist immer auf dem Akku und wenn ich einmal in die eine Richtung schalte, wird der Controller zugeschalten, dieser sensorlose Controller, der dann meinen Motor versorgt und schalte ich ihn in die andere Richtung, ist der sensorlose Controller komplett getrennt vom Netz und nur das, was der Brückengleichrichter hier in den Kondi reinhaut, wird dann in den Akku reingespeist. Ne, je schneller ich fahre, desto höher werden hier die Volt, desto heller müssten die LEDs leuchten. Das war vorhin blöde zu zeigen, während ich fahre. Aber ich habe gedacht, das ist ganz gut, die hinten ran zu machen. Das sieht man dann gleich, wenn ich bergab fahre, wenn hier die Rückladung reingeht. Sowas ähnliches wie ein Zusatzbremslicht. Dürfte nicht stören. Das Rücklicht war auch ganz simpel gewesen. Einfach 8 rote LEDs nehmen, die jeweils mit 2,6 Volt in der Nennspannung angegeben sind und 300 mA. Die leuchten auch schon ab 1,8 Volt oder sogar schon ab 1,6 Volt. Das brauchen wir hier, wenn wir zwei in Reihe schalten, dass sie dann auch so leuchten, dass man ein bisschen was sieht. Wenn man noch eine Diode mit reinnimmt in den Eingang, ich habe hier eine 4001er, 1N4001er mit reingenommen, die maximal 1 Ampere verträgt, dann ist die Leuchtstärke trotzdem noch ausreichend. Ne? Die Leuchtstärke ist meiner Meinung nach ausreichend. Und wenn man diese Diode dann mit einem Taster überbrückt, ne, da muss dann natürlich 300 mA aushalten, dann schaut es so aus. Ne? Also dann kriegt der hinter einem fährt auf alle Fälle mit, dass er langsamer fahren soll.
Und beim Messen dieser Konstruktion habe ich mitbekommen, im Bremslichtbetrieb, das heißt, wenn die Diode nicht drin ist, ziehen alle LEDs 300 mA. Ne, bei 4 Volt Nennspannung. Wenn ich hier bei 4,2 Volt bin, ziehen sie vielleicht 400 mA, aber so weit, so extrem nach oben dürfte das nicht gehen. Die 2,6 Volt erreichen wir hier nie. Also sollten sie nie erreichen. Das wäre natürlich doof, wenn die irgendwann erreicht werden, wenn wir hier am Eingang zum Beispiel vergessen, das Ladegerät abzuschalten. So. Gut, das war das. Eigentlich recht simpel. Ne? Also ich denke, da wird niemand Probleme damit bekommen. Eine Notabschaltung habe ich mal noch in dieses Potty mit eingebaut, was hier am Lenker befestigt ist, was vom Controller kommt. Und zwischen der einen Seite und der Mitte hat man einen Widerstand, der anderen Seite unten Mitte und wenn man die Seite rausfindet, die 0 Ohm hat, ne, also auf der einen Seite sind 100 Kilo Ohm, auf der anderen Seite sind 0 Ohm, wenn man die dann mit der Mitte kurz schließt, ist es ja so, wie wenn man das Potty ganz links auf ganz runter gedreht hat. Und wenn man dann hier praktisch einfach auch so einen Zungenschalter mit einbaut und den meinetwegen hier, jetzt ist alles schwarz vergossen, hier ist jedenfalls mein Zungenschalter eingebaut. Hier vorn und hier ist jetzt ein ganz kleiner Magnet dran. Hier, das ist jetzt alles unter diesem Sika-Bond-Zeugs. Hält echt Bombe. Und wenn ich dann bremse, dann wird gleichzeitig dem Potty vorgegaukelt, dass es ganz runtergedreht ist. Und der Motor setzt sozusagen aus und treibt nicht weiter vorwärts. Ja, das denke ich ist auch noch ganz sinnvoll, wenn man es noch mit einbaut. Ich glaube, zum Frontlicht hatte ich noch nichts gesagt. Hier seht ihr, wie ich das gemeint habe. Die zwei Handy-Akkus, die mit einem funktionierenden Akkuwächter versehen sind. Einfach da, wo Plus und Minus draufsteht, da wo die Ausgänge sind. Kabel ranlöten und über jeden Akku praktisch parallel diese 3,3 Volt 20 mA UV-LEDs oder auch blaue LEDs. Es gibt auch einige blaue LEDs, die ganz gut funktionieren. Drüber machen, so wie ich es hier gezeigt habe. Ich habe halt immer drei parallel und dann immer zwei in Reihe. Was haben wir da ungefähr, wenn sie voll belastet werden bei 60 mA, was sie noch vertragen müssten. Ja, die Voltzahl geht dann natürlich auch hoch und als Quelle haben wir hier ja eigentlich nur einen 6 Volt 3 Watt Dynamo, ne, einen stinknormalen Fahrraddynamo. In der Spitze bringt er aber mehr als 13, 14 Volt. Ne, wenn man damit den Kondi beaufschlagt. Und ich hoffe mal, der 16 Volt Kondi reicht aus, den ich hier dann in den REMF gemacht habe. Ich habe mir das erstmal gespart, da extra noch so eine REMF-Schaltung hinzumalen. Da halt dementsprechend runterdimensionieren alles. Und dann hat man da dann auch einen guten Schutz, falls man zu sehr in die Pedale tritt und der Akku mal voll sein sollte. Ohne dass der Akkuwächter hinübergeht. Alles klar. Seid ihr erstmal im Bilde. Ich wünsche euch was. Bis bald.